Hallo liebe App-Gefahren, und ja, heute möchten wir euch noch das Spiel Dark Meadow vorstellen, was im Moment als iPhone-Spiel der Woche gefeatured wird. Wir zeigen euch das Ganze mal auf dem iPad 1 hier und gehen einfach mal hier rein und haben das Spiel gerade nochmal komplett beendet, um zu sehen, ob der Trailer am Anfang nochmal auftaucht. Denn den möchten wir euch gerne nochmal zeigen. Es ist eigentlich fürs iPad 2 optimiert, habe ich leider noch nicht hier. Allerdings gibt es jetzt hier mal die ersten Eindrücke. Auf dem iPad 1 sieht es auch schon wirklich toll aus. Also die Grafik, die kann sich sehen lassen. Hier ist die Unreal Engine 3 benutzt worden. Und hier am Anfang sieht man schon wirklich, wie toll das Ganze aussieht. Ich hoffe, auf dem Video sieht das auch so schön aus. Hier wird einmal so drumherum geguckt, um einfach mal zu zeigen, wie die Grafik aussieht. Und wenn wir hier jetzt weiterklicken, kommen wir direkt zum Spiel. Könnten hier ein neues Spiel starten oder auch einfach weiterspielen. Wir spielen jetzt einfach mal weiter. Vorweg gesagt, wer schlecht schläft oder so, der sollte vielleicht jetzt weggucken. Das Spiel ist schon etwas. Ja, es ist zwar nicht blutlastig, aber ja, manche kriegen vielleicht ein bisschen Angst oder so. Man weiß es nicht. Hier sieht man auch die Sonnenstrahlen durchs Fenster. Sieht wirklich gut aus. Wie man sieht, alles auf Englisch, allerdings einen deutschen Untertitel. Da ist irgend so eine Anlage hier, die mit uns quatscht und wir müssen uns halt hier weiter bewegen, indem wir diesen grünen Punkten auf dem Weg und an den Türen folgen. Trotz der schönen, guten Grafik und der tollen Engine ist es hier eher so ein Point-and-Click-Spiel. Das ist leider nicht so toll gelungen, muss ich sagen. Jetzt kann man hier einfach die Tür öffnen, indem man draufklickt und kommt hier weiter rein. Und sieht, hier ist rot, da kommt man nicht weiter. Man kann sich hier einfach umsehen, indem man auf dem Bildschirm mit dem Finger scrollt quasi und kann dann hier weiterlaufen. Und irgendwann kommen ja auch die netten Gegner, wie zum Beispiel da. Wir machen ein bisschen lauter, da haben wir ein bisschen Sound. Und diese können auch irgend so ein Zeug ausspucken. Wir müssen die natürlich vernichten, indem wir hier jetzt im Moment haben wir eine Armbrust und ein Schwert. Ziehen die so nach hinten und versuchen das komische Viech hier zu vernichten und haben das jetzt sogar direkt geschafft, ohne das Schwert benutzen zu müssen. Und dafür bekommen wir jetzt einfach mal ein paar Erfahrungspunkte und sind gerade auf Level 3 und bekommen dafür noch extra Gold. Wir können uns immer umsehen. Hier unten rechts sieht man gerade, liegt so ein Goldsack. Nehmen wir den mit, haben wir Gold. Man kann Gold auch übrigens bei In-App kaufen, falls man sich direkt Superwaffen freischalten will oder mehr tragen möchte. Das ist natürlich nicht notwendig, aber man kann es halt machen, wenn man es möchte. Man kann auch einfach so durchspielen, ohne irgendwelche In-App-Käufe zu tätigen. Und wir schauen einfach mal jetzt hier, wo wir hier reingehen. Wir nehmen mal hier die rechte Tür jetzt und schauen einfach mal, was da ist. Sind wir hier wieder in so einem Zimmer? Und jetzt quatscht er hier so ein bisschen. Jetzt können wir auch einfach mal hier in die Schublade gucken und sehen, ups, wir haben auch noch ein bisschen Gold gefunden. Jetzt machen wir den Kollegen hier ein bisschen leiser. Das kann man sich natürlich wegen der Story natürlich gerne anhören. Und man muss halt gucken, was man hier noch so findet. Die meisten sind in Schubladen, da liegt nur Gold drin. Ein paar Waffen habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Vielleicht irgendwann im späteren Verlauf. Hier unten ist nichts mehr, da ist auch nichts mehr. Und ja, das ist eigentlich hier alles wirklich in dem Raum. Und wir schauen einfach mal weiter. Und da kommt auch schon der nächste aus dem Boden raus. Und den lassen wir jetzt einfach mal ein bisschen näher kommen. Man kann hier mit den Pfeilen rechts unten und links unten sich ein bisschen ja, ducken oder entweichen, falls er so ein Zeug da ausspuckt. Wir können uns jetzt hier einfach mal das Schwert vor uns halten, sodass wir die Attacke blockieren. Und unsere Lebensanzeige ist übrigens oben links. Die des Gegners ist rechts. Und jetzt können wir hier, wie man das zum Beispiel von Fruit Ninja kennt, einfach mal los. Beziehungsweise angreifen mit dem Schwert. Und ja, das ist gar nicht mal so schwer. Man sollte halt darauf achten, dass man, oder es ist zumindest so hier das ausgelegte Spiel, dass man, ups, ich dachte, er hätte es eigentlich schon, jetzt haben wir ihn ausgelegt, dass wenn man blockiert hat, der einmal angreift, dass man danach wirklich angreifen kann und dann wird der Gegner auch gut getroffen. Hier können wir zum Beispiel Experience Points einlösen. Wir können unsere Gesundheit verbessern, unsere Verteidigung, das Blocken.
den Nahkampfangriff, die Distanz oder ja, was hier mit Neuladen gemeint ist, ist mir ein bisschen noch ein Rätsel. Wir können hier auch ein Medipack nehmen, um unsere Gesundheit wieder aufzufüllen. Wir könnten jetzt sagen, okay, ich möchte gerne meine Verteidigung verbessern und das Blocken auch noch. Ja, dann machen wir das, gehen zurück und sagen hier, ja, das möchten wir natürlich jetzt so machen, wie wir es angetippt haben. Können hier zum Beispiel noch im Menü selbst zum Beispiel hier in die Ausrüstung reinschauen und sehen dann halt, im Besitz sind wir gerade von einem schönen Schwert und diese Armbrust hier. Und ja, das gehört auch irgendwie zur Armbrust. Das müssten wahrscheinlich die Pfeile oder sowas sein. Man kann hier noch durch die Schwerter scrollen. Wie man sieht, 700 Gold. Die haben wir jetzt sogar schon zusammen und könnten das auch kaufen. Und da gibt es natürlich noch viel weitere. Und man sieht auch halt, wie viel Schaden das Ganze anrichtet. Wir schauen nochmal hier 5000 Gold. Also da muss man echt lange spielen, ohne einen In-App-Kauf zu tätigen. Hier 7 Schaden. Und der macht 5 Schaden, ja. Und dann kann man hier noch hier einen neuen Bogen kaufen, zum Beispiel den für 725. Ich sage jetzt einfach mal, ja, der gefällt mir ganz gut. Einmal einen runter hier bitte. Den würde ich doch jetzt auch mal gerne kaufen. Kaufen? Ja. Dann müsste der jetzt hier auch in unserem Besitz sein und da ist er auch und dann können wir den auch jetzt gleich benutzen. Ansonsten gibt es hier noch ein paar Optionen, die man sich angucken kann. Ja, so ein Online-Hilfe gibt es auch. Ja, ist nicht gerade so interessant. Wir schauen einfach nochmal hier in zwei Räume rein oder so, damit ihr nochmal ein bisschen was sehen könnt. Aber ansonsten werden wir euch gleich alleine mit dem Spiel lassen, so dass ihr auch alles erkunden könnt. Hier liegt wieder ein bisschen was rum. Da liegt noch was, ein bisschen Gold. So, noch ein Medipack. Vielleicht kommt ja hier nochmal gleich ein Gegner. Was haben wir hier? Ein Feuerlöscher. Da ist nichts versteckt. Und schauen nochmal hier rüber. Und dann haben wir es auch gleich. Und hier ist es verschlossen. Ja, muss man halt sehen, wo man hier jetzt weiterkommt. Wir haben jetzt, glaube ich, genug gequatscht. Ja, das Spiel kostet 4,99 €. Kann im App Store als Universal App heruntergeladen werden. Die Grafik ist echt super. Also auf dem iPad 2 und iPhone 4 ist sie wahrscheinlich wirklich noch etwas besser hier als auf dem iPad 1. So eine wirkliche Story findet man nicht gerade vor, aber ja, das Point and Click ist ein bisschen nervig. Hätte man schon ein bisschen lösen, besser, bess, ein bisschen besser lösen können, das würde ich sagen. So wie man es halt von vielen anderen Spielen kennt, dass man zwei Steuerknöpfe hat und oder dieses Point and Click, was schon ein bisschen altmodisch und nervig ist, aber insgesamt ist es eine runde Sache.